So, Freunde, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooter. Ihr seht, ich bin nicht alleine. Der Walter ist wieder da. Und wenn Walter da ist, dann heißt das meistens nichts Gutes, sondern er hat seinen Roller mitgebracht. Und was wir haben ist den ersten PX 80 125er Block mit einem 232er Quattrini. So, und das werden wir heute testen und mal schauen, was der Motor zu leisten imstande ist. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt erstmal für die ganzen Speedfreaks erstmal das Ding testen, auf dem Prüfstand rauf und runter orgeln. Und im Anschluss, der Walter hat noch ein Gehäuse mitgebracht, erklären wir euch, wie ihr diesen Zylinder auf diesen Motor bekommt. Und wir werden dann mal noch ein bisschen näher auf die Spezifikation eingehen. Vor allen Dingen werden wir auch, ich hoffe mal, drei Auspuffanlagen testen. Den Reso haben wir noch dabei. Mhm. Mal gucken, ob der SI-Vergaser das hinbekommt. Dann die Big Box Sport haben wir noch dabei. Du hast eine Big Box Touring drauf. So, hast du mir schon wieder komplett die Nummer fährst, ist ja egal. Also, wir wollen Auspuffanlagen testen. Wir testen die Big Box Touring, die hast du drauf. Wir haben die Big Box Sport, die wir testen. Und wir haben noch einen Reso-Auspuff da. Und eine Prototypanlage vom Porsche. Jetzt ist aber das Problem, dass da der Auslass nicht gut funktioniert hat bisher. Also der Viton-Ring war zu eng. Jetzt gucken wir gleich mal, ob der bei dir drauf passt. Wenn nicht, den würde ich unbedingt gerne testen. Mhm. Müssen wir gucken, ob wir die passend machen, dass wir die, zumindest mal ein, zwei Schüsse damit abbilden können. Weil ich glaube, das wäre für das Konzept noch eine richtig geile Anlage. So, also, ja. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen erstmal. Oh, danke. Es ist schön kalt hier. Wir werden jetzt testen und werden euch jetzt erstmal zeigen, was kann der 232er Quattrini auf dem 80er bzw. 125er Gehäuse. Zu den Spezifikationen kommen wir gleich. Viel Spaß bei dem Video. So, jetzt müssen wir erstmal die harten Daten und Fakten eingeben von deinem Motor. Ne? So, wie willst du den Motor nennen? Walter Todesstern. Ja, Walter Todesstern 232. Ja. Mega Name. Jawohl. Top Geburtsstunde. Zylinder 232 Quattrini. Vergaser. 26? 26. 26 Pinasco SE. ER. Ach, das ist ein Pinasco, okay. Ist das der vom anderen? Von der anderen, vom anderen Conversion? Nein. Nee. Zündung. BGM. 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 Zündeinstellung Nummer 19? 18 Grad. 18. Aber nur 18 Grad, das würde ja tendenziell bedeuten, dass wir nochmal die Möglichkeit hätten, nochmal ein bisschen an der Zündung zu drehen, wenn wir leistungsmäßig nicht zufrieden wären. Den Versuch können wir durchaus machen, klar. Würdest du das machen wollen? Ja. Weil dann können wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen Anschauung oder Reserve. Es wird natürlich thermisch jetzt interessanter mit 18 Grad, aber wenn man auf der Suche nach dem letzten PS ist, naja gut, ich sag mal so, also idealerweise wäre es natürlich schön, wenn er jetzt über 22 PS hätte. Ne? Ich habe auch hart kämpfen müssen bei dem Conversion Kit mit dem 210 MHR. Mit der Touring Box ist bei 22, 23 PS Schluss. Und da kommt halt nicht mehr. Aber bei nochmal 50, 70 Kubik mehr. Dafür sind wir nicht angetreten, Kevin. Dafür sind. Das ist doch mal die Einstellung. Genau dafür sind wir nicht angetreten. Ach. Ori, Auspuff. Haben wir eine BB Touring. Version 2. Kurbelwelle ist auch die BGM. Korrekt. Das ist die Conversion. So. Vergaser brauchen wir nicht anpassen, das hast du schon gemacht. Mhm. Gut, dann spare ich mir die Arbeit. Dann brauchen wir nur noch an der Bedüsung arbeiten. Gut. Alles klar. Dann connecten wir. Gehen in die Messung. Leistung und Getriebe. So. Dann. So, ich bin aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Venturi von Westpac ist verbaut. Deckel brauchen wir jetzt mal nicht drauf machen, weil ob Deckel drauf oder runter, habe ich ja oft genug bewiesen. Das ist egal. Ja. Wir sehen unspektakulär. Eins müssen wir noch sagen, es ist die originale 200er Hutze drauf. Und warum die originale 200er Hutze drauf ist, das erklären wir euch später, weil das ist nichts mehr mit Gefummel und Gemache und Getue, es ist eine coole Sache. Also, legen wir los. Thank you.
viele Umdrehungen? Dreieinhalb. Jetzt haben wir mal die Hauptdüse noch mal geändert. Das ist schon sehr vielversprechend. Wir haben noch eine andere Hauptdüse reingebaut und wir haben noch Reserve in der Zündung. Glaubst du, wir schaffen die 30 PS? Das wäre der Wahnsinn. Wir müssen an die Zündung ran. Wir müssen, wenn du auf 18 Grad geblitzt hast, dann ja, stellen wir jetzt auf 19 Grad hoch, gehen vielleicht mal auf 19,5. Alter, und dann sollst du sehen, wie die 30 PS fallen. Und wir haben jetzt schon 30 Newtonmeter. Und der kommt aus dem Standgas raus mit verschissenen 28 Newtonmeter. Du kommst aus dem Standgas und hast 28 Newtonmeter. Alter, was ist da für eine Übersetzung drin? 63,24. Also, nächste Runde. Nächste Runde.
schneller, noch mehr. Glaubt ja doch kein Mensch. Das nee, glaubt kein Mensch. Ich schwöre dir, das steht jetzt schon unten in den Kommentaren, ist alles erschissen und gestunken und erlogen. Leute, das ist kein Scheiß, das ist Realtime. Der Roller kommt von der Werkbank hier drauf und drückt 29,5 und fast 31 Newtonmeter in diese Scheißrolle. Ich bin geflasht. So, der Vergaser ist ja bearbeitet, wie ich das immer mache. So, das hat der Walter schon mal in vorauseilendem Gehorsam gemacht. So, düsentechnisch bewegen wir uns auf einem Niveau, wo ich sage, jetzt wird es echt abartig. Hauptdüse ist drin, eine 200er Hauptdüse. Wir haben jetzt eine 200er Hauptdüse auf einer Touringbox. Wenn wir gleich die Auspuffanlagen tauschen, das könnte haarig werden. Wir müssen jetzt mal schauen, wenn jetzt die Leistung gleich bleibt oder noch ansteigt, da müssen wir mal gucken, da müssen wir vielleicht noch höher gehen. Oder wir müssen die Hauptluftkorrektur ein bisschen verkleinern. Weil dann muss ich ihn irgendwo einfangen. Das passt sonst nicht mehr. Also wir bleiben bei der Luft, die wir jetzt haben. Wir gehen in die Hauptdüse auf die 200er. Wir sind bei der Nebendüse auch richtig gierig dran. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Wenn die Leistung sich jetzt wiederholt, dann sind wir safe. Wenn die Leistung weiter ansteigt, dann müssen wir mal gucken, wo wir da noch dran gehen. Und wenn das jetzt so sich bestätigt, dann machen wir als nächstes die Big Box Sport und dann machen wir den scheiß Reso-Auspuff. Und dann, alter Falter, ey, wir sind jetzt bei 29,5 PS und haben noch nicht an der Zündung gedreht. Wir haben noch nicht an der Zündung gedreht. So, 29,5 PS und 30,7 Newtonmeter. Ich habe noch nie aus einem Small Block, du hast es auch gerade gesagt, ich kenne keinen 80er Gehäuse auf Drehschieber mit so viel Leistung. Kenne ich nicht. In den 30 Jahren, wo ich mit Vespa zu tun habe, 33 Jahren jetzt, vielleicht könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob das einer von euch schon mal erlebt hat. Ich noch nicht. Das hier ist eine Dimension. Alter, ich schwöre dir bei Gott, ich baue den Conversion Kit bei meiner Holden wieder aus, baue das um auf 232. Also Malossi Sport ist schon schön, das lässt sich schon toll fahren, aber das hier, das ist... Und du hast 2463 drin, das Ding dürfte doch eigentlich gar nicht unten bleiben. Du müsstest... Nee, komm, Fanny. Also, nächste Runde. Wieder auf 190. Glaubst du, wollen wir nicht mal mit der Düse erstmal auf der Big Box Sport anfangen und dann runterdüsen? Dann lassen wir die Düse erstmal so, wie es ist. Und, komm, bauen wir nur einen Auspuff. Machen einen anderen Auspuff. Weit zurück können wir immer noch. Ja, und Zündung haben wir ja auch noch Reserve. Also ja. Die 30 fällt heute. Ich glaube, die 30 fällt jetzt.
weil wir kriegen jetzt mit Sicherheit 1500 Umdrehungen dazu. Okay. Wir werden das Bad nach rechts verschieben, aber das wird jetzt krachen. Weiter. So, jetzt haben wir umgebaut auf Bigbox Sport. Kannst ja mal gucken hier. Ist der dicke Krümmer, ne? Also der dicke Krümmer. Was bedeutet, also was müsste jetzt passieren? Wir müssten in den Peak-Drehzahl steigen, um 1000 bis 1500 Umdrehungen, also Leistungspeak. Das Band müsste sich ein bisschen nach rechts verlagern. Ich gehe davon aus, dass er unten was Drehmoment verliert und dass wir diese typische Reso-Delle haben, bevor er einsteigt. Aber es müssten die 30 PS jetzt fallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Bedüsungstechnisch haben wir es zugelassen. Wir müssen nachher unbedingt noch über die Kurbelwelle sprechen. Also, nächster Schuss. Oh. Wir machen jetzt mal mit dem Auspuff die vierte Gangmessung. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber mal gucken, wie er sich mit der größeren Beanspruchung angeht. Die müssen doch die 30 PS zu knacken sein, aber die Touring-Box, komm, wir legen mal kurz übereinander. Wir legen mal kurz übereinander, wie sich das auswirkt. So. Ja, siehst du? Wir verlieren hier unten, wir verlieren unten und gewinnen oben raus. Haben aber die gleiche Leistung. Also, was es oben rausziehen anbelangt, macht es das natürlich attraktiver. Die Frage ist, willst du das? Aber guck mal hier, da ist... ja gut, das sieht auf dem Diagramm sieht das natürlich hier relativ heftig aus, aber ich blende es mal ein hier, warte. Wir haben hier einen Unterschied von 22,5 PS zu 24, also das sind 2,5 PS, das ist doch viel. Das ist doch viel. Wir machen jetzt mal vierte Gang und dann gucken wir mal vor allem, wo die Geschwindigkeit sich so hinbewegt. Junge, Junge, Junge. Aber die 30 müssen fallen. Wir müssen gleich noch an die Zündung. Die 30 müssen fallen, auf jeden Fall. Ich würde dann, aber bis jetzt ist die Touring-Box der Auspuff. Übersetzung messen. So. Junge, Junge, Junge.
vier Gänge, volle Pulle. Alle vier Gänge voll. Warte, warte. Mal eben die gucken, ob ich die Newtonmeter dazu kriege. So, jetzt pass mal auf, jetzt halt dich mal fest. Wir haben im ersten Gang 61 Newtonmeter. Im ersten Gang 61 Newtonmeter. Dann schalten wir einen zweiten, dann haben wir 39 Newtonmeter. Dann schalten wir einen dritten, dann haben wir 32 Newtonmeter. Und dann schalten wir den vierten, dann haben wir 25 beziehungsweise 24 Newtonmeter. So, das heißt, wenn wir in den vierten Gang schalten, haben wir immer noch 24 Newtonmeter am Rad, Junge. Am Rad. Und das heißt, kilometertechnisch haben wir bei 130 km/h, wir haben rechnerisch, muss natürlich Windfaktor und so weiter abziehen, aber wir hätten bei 130 km/h 25 Newtonmeter, knapp 24 Newtonmeter am Rad. Meinst du, ich kriege im ersten einen Wheelie hin damit? Mit 61 Newtonmeter im ersten Gang, Junge. Also es wird im ersten und zweiten Gang echt schwer, den unten zu halten. Ja. Es wird wirklich schwer, den unten zu halten. Ach du verdammt. Also, wie viel PS hat man denn jetzt? Warte mal, ich gehe mal eben... Vierte Gang, knapp unter 29. Warte mal, ich guck mal. Warte, wir holen jetzt mal die andere Kurve dazu. 30,1 PS. Ja, die 30 und 31 Newtonmeter. Die 30 sind damit gefallen. Boah, guck dir das an. Aber du siehst ganz klar, dass die Sportbox, die hier hinten raus, einfach mehr, die gibt dir bei 8000 Umdrehungen. Bei 8000 Umdrehungen gibt die dir ja 29 PS zu 25 PS. Ja. Also die hat hinten raus so 4 PS mehr bei 8000 Umdrehungen. Ist die Frage, ob du das willst. Ja, du verlierst halt hier beim Durchzug. Ja, ne? Und das sind 2,5 PS, die du hier verlierst. Das muss man ganz klar sagen. Ja gut, komm, ey, ob du das merkst, ob du nun... Pokometer nochmal eine andere Sache. Da kommt es halt drauf an, wie du es fahren willst. Ne? Wenn du jetzt wirklich Attacke willst, hinten raus drehst, ein bisschen mehr brüllen. Wobei, ich sag euch, das müsst ihr bitte ernst nehmen, der Zenit des Vergasers ist bei 7,5 bis 8.000 überschritten. Danach droht die Gefahr, dass der ganze Scheiß abreißt, dass nicht genügend Sprit kommt, dass der Schmierfilm abreißt, dass ihr euch einen Klemmer fahrt oben raus, dass das Ding thermisch echt ein Problem wird. So. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, noch an der Zündung was zu machen. Wir haben jetzt 18 Grad. Frage, machen wir erst Zündung und dann den Resopod oder machen wir erst die Poshbox? Wir machen jetzt erstmal die Poshbox. Okay. Wir machen jetzt erstmal die Poshbox. Ja, die passt nämlich da drauf, hoffe ich. Oh, bitte. Nein, ich glaube, die passte. Ich glaube, die passte nicht. Wir probieren es aus. Wir probieren jetzt die Poshbox aus und dann müssen wir die Backe noch abnehmen und dann müssen wir den Reso nochmal testen. Alles klar. Machen wir das? Ja. Alles klar. Bis gleich. So, wir haben leider das Problem, dass der Reso-Auspuff nicht funktioniert, weil auf den Quattrini-Flansch passt leider der Auswärtsflansch nicht drauf. Aber wir haben jetzt was gezaubert. Wir haben jetzt die Posch-Box drauf, die Prototypen-Box. Du kannst ja einmal rumgehen, du kannst die Box mal von der anderen Seite zeigen. Das ist schon echt ein Urvieh. Der hat hier eine Schräge drin, hat hier einen ziemlich tiefen Körper. Auf der anderen Seite sieht es halt auch ganz funky aus. Das ist halt mehr so ein Frankenstein. Das ist mehr so ein Frankenstein-Auspuff, aber die ist eigentlich genau für dieses Konzept gemacht. Deswegen ist es ganz spannend, jetzt mal rauszufinden, was die drückt. So, jetzt hat man Big Box Sport, wir hatten Big Box Touring und jetzt haben wir Posch Resi Prototypen Box. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Bedüsung haben wir nicht geändert. Jetzt nächster Schuss.
Jetzt gucken wir mal die Big Box Sport gegen die Prototypenbox von Porsche an. Guck mal. Da holen wir uns mal. Also 30 PS sind möglich. So, was wir jetzt noch machen, wir nehmen dann gleich nochmal das Lüfterrad ab, stellen die Zündung um 1 Grad vor und machen dann nochmal die Touringbox drauf. Okay. Ja, das ist das Letzte, was wir dann machen. So, Übersicht, Import. Letzter Lauf. So. Und dann machen wir das, das und das weg, dass wir die beiden gegeneinander testen. So, bitte. Die Posch-Box hat untenrum ein bisschen mehr Bums. Ein bisschen mehr heißt in Zahlen 18,8 PS zu 17,9, also 0,9 PS mehr, aber drehmomentmäßig liegen die identisch. Also die Posch-Box hat, die macht sogar noch früher zu, wenn du mal schaust. Die macht sogar hier hinten raus noch früher zu. Die Big Box Sport ist untenrum nicht ganz so stark wie die Posch Box, aber oben raus lässt sie dir ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Aber beide identisch, 30,1 PS und 31,2 Newtonmeter. Das ist jetzt wirklich Kaffeesatzlesen. So, jetzt große Umbauaktion, nochmal die Zündung nachstellen, 1 Grad nach vorne stellen, Touring Box drauf und dann würde ich sagen, war das für heute. Klicko funny. Also, bis gleich. So, und die letzte Maßnahme wird dann sein, die Zündung noch ein bisschen zu verstellen. Junge, Walter, ich sag's dir. Jedem, der mir mit 16 das angeboten hätte, mal abgesehen davon, dass wir das niemals überlebt hätten mit 16, jeder, der mir das angeboten hätte, dem hätte ich mich körperlich hingegeben. Ich hätte mich körperlich hingegeben. Ich hab Bilder im Kopf, lass mal. Ja, das ist ich auch. Aber wenn du als 16-Jähriger, überleg mal, was hast du als 16-Jähriger gehabt? Du hast einen PX80 gehabt, du hast einen 135er DR drauf gemacht, weil du dich nicht getraut hast, den 139er drauf zu machen, weil der halt gedreht hat wie die Sau. Die Dinger haben immer geklemmt, weil keiner wusste, wie er die Scheiße abdüsen soll, weil es auch düsentechnisch nichts gab. Keiner kannte sich mit SI-Vergaser aus. Und jetzt... Junge, wenn ihr die Düsengrößen hier wüsstet, die ich hier reingepflastert habe. 200er Hauptdüse, 160-65 in der Nebendüse. Das Ding ist maximal aufgerissen. Der Vergaser hat volle Pulle in die Fresse. Es ist schon übel. Echt, echt übel. So, Walter, jetzt musst du die Kamera weglegen, weil du musst den Auspuff abbauen und ja, ich muss die Zündung umbauen. Bin dran. So, vielleicht... Lass mal das mal hier ein bisschen zur Erklärung noch mitlaufen. Das ist eine BGM-Zündung. Also ihr seht, es ist eine Standard-BGM-Zündung. Das Gute an der BGM-Zündung ist, ihr habt hier Millimeter-Kerbungen, sodass ihr quasi einmal abblitzen müsst und dann habt ihr eine Referenz. Ne? Ihr wisst ja dann in etwa, nicht in etwa, ihr wisst genau, ihr habt abgeblitzt. So wie die Zündung jetzt steht, steht sie halt auf den Parametern, die ihr dann ermessen habt. Jetzt sind es 18 Grad. So, und ich mache mir das immer ein bisschen anders. Ich markiere mir das immer hier noch. Mache ich mal hier ein Strichlein. So, weil der ist mir ein bisschen zu dick. So, und jetzt stelle ich den 1 mm halt nach. Denn 1 mm auf der Zündgrundplatte entspricht etwa einem Grad. So. Das war's schon. So, jetzt fahren wir mehr Zündung. Boah, hast du mal geguckt, wie viel Reifenabrieb hier liegt? Guck mal hier. Der Reifen ist, also den Reifen kannst du wegschieben. Ja. Der Reifen ist blank. Der Reifen ist blank. Film mal. Der Reifen ist blank. Der ist jetzt blank. Leck mich an den Puppes. Ja, den kann ich mir gerade so eben nochmal neu leisten. 15 Prüfstandsläufe. Ich hab sabbern. 15 Prüfstandsläufe und der Reifen ist fertig. Also für alle die das bauen, nachbauen wollen und dann auf den Prüfstand gehen wollen, nimmt einen alten Reifen. Er wird es definitiv nicht überleben. So, jetzt haben wir das ganze Thema hier 1 Grad geiler gestellt. Dann gucken wir, wie wir performen. Also Leistung, wenn jetzt leistungstechnisch nichts mehr rauskommt und nichts mehr nach oben geht, dann war die Zündung so wie eingestellt, wie sie war, ganz gut. Alles das, was jetzt an weniger Leistung ist, dann müssen wir wieder zurück, weil dann sind wir übers Ziel hinaus. Aber ich denke, da wird noch ein bisschen was mehr rauskommen. So, okay, weiter geht's. So, jetzt habt ihr es gesehen. Wir haben die Zündung jetzt nochmal nachgestellt. Ungefähr 1 Grad, vielleicht auch 1,5. Wir haben
die Big Box Touring zurückgebaut. Die hast du dir übrigens am Flansch geändert. Das finde ich ziemlich geil. Da hast du dir diese ne, für den Quattrini dran geschweißt. Finde ich eine geile Sache. Ist auch auf jeden Fall hundertprozentig dicht. Also Touring-Box ist drauf, die Hauptdüsen sind nach wie vor, oder die Hauptdüse ist nach wie vor in den 200er. Wir haben die Zündung jetzt etwas schärfer gestellt, da kann sie auch diese größere Hauptdüse gebrauchen. Was passieren kann ist, dass er mehr Leistung wirft oder dass er weniger Leistung wirft. Wirft er mehr Leistung, hat er die Zündung gebraucht, wirft er weniger Leistung, ist es zu viel. Ne? Also wir gucken jetzt mal, was passiert. Eine Quetscher hattest du von 1,35. Herstellerangabe. Herstellerangabe, gut, perfekt. So, jetzt bin ich aufgeregt. Schaffen wir mit der Touring-Box jetzt die 30 PS. Auf geht's. Dieses Band an. Der steigt nur an.
So geil, ne? So, jetzt haben wir den Drehschieber bis 170 gezogen. Bis 170, wie viel? 172 km/h ein Drehschieber. Das ist für den SI-Vergaser definitiv too much, eigentlich. Aber er hat performt. Er bricht zwar hinten raus hoffnungslos mit der Leistung zusammen, weil einfach auch geht nichts mehr. Einlasszeiten hast du nicht mehr. Es ist nichts mehr an Strömung. Aber hast du gesehen, als ich auf dem Gas bin, wie schnell der auf Standgas war? Ja, ja. Der nimmt dir das überhaupt nicht übel. Junge, ja. Also 30 PS. Mit der Zündung, kannst du so stehen lassen? Warte mal, mach viel. Ist nicht mal lauwarm. Fühl mal selber. Fühl mal selber. Das ist nix. Das ist gar nichts. Das ist überhaupt gar nichts. Das ist kühl. Wir haben gerade ausgemacht. Ja, ja, siehst du. Wir haben ja durchgedreht. Hier, ich kann die Hand festhalten. Das ist nix. Das Ding ist abartig. Das Ding ist die Hölle. So, jetzt haben wir die Prüfungsfahrten durch. Jetzt kommen wir zum Erklären-Teil. Ich weiß nicht, wie lang das Video ist. Wenn das Video jetzt zu lange ist, dann bitte den zweiten Teil gucken. Ich weiß nicht, ob ich zwei Teile draus mache. Müssen wir wahrscheinlich machen, weil jetzt müssen wir euch erklären, wie wir das gemacht haben. Oder wie. Walter, ich habe nichts gemacht. Walter hat gemacht. Ich sage immer wir, okay? Aber Walter hat gebaut. Ich bin nur der Depp, der hier sein Vergaser-Setting macht und das Ding zum Prüfstand rannimmt. So, aber jetzt kommt der Erklärbär. Wir könnten aber Folgendes machen. Wir können jetzt noch mal eben die Diagramme besprechen. Komm, das machen wir eben. Ich lade mal eben noch mal die besten Diagramme hoch, was wir hatten. Mein Gott. Warte mal, komm, wir gucken noch mal eben nach den Drehmomenten. Weil wir hatten eben 61 Newtonmeter hier, ne? Was haben wir jetzt? 63. Hat noch mal zwei, durch die Zündung hat er noch mal 2 Newtonmeter. Also im ersten Gang 63 Newtonmeter. Das ist, darfst du im ersten Gang kein Vollgas geben, stellt sich komplett in den Himmel. Was haben wir hier? 39,1. Ja, hier haben wir leider keinen Punkt. Müssen wir hier den nehmen. Hier haben wir 31 Newtonmeter. So, und im vierten Gang haben wir 25 Newtonmeter. So, die 25 Newtonmeter haben wir bei wie viel kmh? So. So, wir haben mal 132 kmh, 25 Newtonmeter. Das heißt, dein Roller hat rein rechnerisch, beziehungsweise das, was er auf der Rolle drückt, das wird er mit dem Wind nicht können, aber du könntest bei 130 kmh über 25 Newtonmeter verfügen. Was bedeutet, dass er eigentlich locker die 130, hast ja beim Uwe auch gesehen, das mit dem Malossi, das geht schon, der wird 130 fahren. Ich weiß nicht, wie viel du dich traust, also mit dem Reifen fährst du am besten gar nicht mehr, den schmeißt du auf den Müll, aber ich weiß nicht, was du dich traust, aber das ist ey, boah, komm, so, jetzt gucken wir mal, komm, Kurven. So, pass auf, dann machen wir erstmal hier oben hin, holen wir uns mal die aktuelle Kurve rein. Nein, Übersicht. So, im Pocht. Jetzt können wir mal gucken, wie viele Kurven wir gefahren sind. So, das ist alles, was wir heute gefahren sind. So. Und jetzt machen wir die erste gegen die Touring-Kurve. So. Die rote Kurve ist der gleiche Auspuff mit der gleichen Bedüsung, aber mit 18 Grad. Und die zweite Kurve, die schwarze Kurve ist die mit den 19,5, irgendwo 19, irgendwas Grad. Und was das gebracht hat, ist, dass du deutlich stärker bist hier. Du bist also, wenn man das mal vergleicht hier, diese beiden Punkte, 18 PS zu 19,8. Ja, 18, also es ist also 1 PS mehr. Also du hast komplett 1 PS mehr über das gesamte Drehzahlband und du hast hier 29 Newtonmeter, 8. Du hast 29 Newtonmeter kurz am Standgas. Ja, alter Schwede, ey, guck dir das mal an hier. 31,6 Newtonmeter zu 30,7 Newtonmeter. Und das hat die Zündung verstellen gebracht. Ah, hier steht jetzt noch 18, aber das sind eigentlich 19,5. Ja, guck's dir an, ey. Ich meine, es ist abartig. Es ist wirklich abartig. Wirklich, wirklich abartig. Na, warte mal, wir können noch mal den, das können wir auch noch mal dazu machen, die Kurve, mit der wir angefangen haben, die allererste Kurve, die viel zu mager war. So. Und da siehst du, der war, das ist ja die, der Nebendüsenbereich, ne? Wir haben die Nebendüse auch noch mal angefettet, aber hier siehst du, dass er oben raus kollabiert, da hat er keinen Sprit mehr. Ne? So, und jetzt haben wir die Hauptdüsen halt hochgezogen auf 200 von 180. Und auf einmal sagt er, da ist ja jemand zu Hause. Ja. Ja. Brutal. Echt fies brutal. So, und jetzt gehen wir in die Erklärbärstunde. Ja. Also, jetzt
Aber weißt du, was wir machen? Du erklärst das. Das heißt, jetzt kommt dein großer Auftritt. Ich werde die Kamera halten und du, oder wir gucken mal, wie wir so uns hier positionieren. Dann werden wir was zusammen machen, weil das ist gar nicht viel Arbeit, aber es ist ein bisschen was zu tun. Und das erklären wir euch jetzt.